Ultralight 800, die neueste Vario-Schneidwerksgeneration von Biso Schattenecker für Schnittbreiten bis 16 Meter, welche für andere Hersteller unerreichbar sind. Sobald im Sommer das Korn seine Reife erlangt hat, stehen unsere Kunden in den Startlöchern, um die Vorteile des Ultralight 800 Schneidwerks nutzen zu können. Das Anhängen und Aufnehmen vom Schneidwerkswagen ist beim Ultralight 800 sehr schnell und einfach möglich. Es sind nur wenige Handgriffe nötig und das Schneidwerk ist einsatzbereit. Die Anwendung von Leichtbautechnologien aus Flug- und Fahrzeugindustrie entstand ein Schneidwerkrahmen aus Aluminium kombiniert mit hochfestem Stahl und Edelstahl. Dieser einzigartige, finite, elementeberechnete Hybridrahmen ermöglicht die für große Schnittbreiten dringend erforderliche Gewichtsreduktion bei gleichzeitiger Erhöhung der Stabilität. Die hochwertigen Materialien finden sich auch bei Mulden- bzw. Vario-Bodenauskleidung sowie bei der Edelstahl-Einzugschnecke wieder, sodass ein überragender Materialfluss in den Mähdrescher erreicht wird. Der Hybridrahmen bestand den Lebensdauertest mit Bravour. Somit hat sich der Einsatz zukunftsweisender Technologien auch im Labor bestätigt. Der Messerbalken ist beim Ultralight-Schneidwerk stufenlos um 800 mm verstellbar. Durch die perfekte Konzeption der Biso Vario Schneidwerke wird das Erntegut mit den Ähren voran in die Einzugschnecke gefördert und es ist nur mehr ein geringer Haspeleingriff nötig. Diese gleichmäßige Beschickung erhöht die Gesamtleistung des Mähdreschers. Ganz eingefahren ist das Mähmesser nur mehr 225 mm von der Einzugschnecke entfernt, wodurch sich enorme Vorteile beim Ernten von kurzem Getreide ergeben. Ein absolutes Alleinstellungsmerkmal des Ultralight-Schneidwerks. Um bei Lagerfrucht oder unterschiedlichen Bodenverhältnissen immer den optimalen Schneidwerkswinkel zu erreichen, ist das Ultralight 800 mit einer hydraulischen Neigungsverstellung ausgestattet. Die Haspelzinken lassen sich von der Kabine elektrisch verstellen. Damit hat man sowohl bei Lagerfrucht als auch bei stehendem Getreide immer den optimalen Eingriffswinkel. Zum Vermeiden von Kornverlusten über die Schneidwerksrückwand ist das Ultralight 800 mit einem modern designten Spritzschutz ausgestattet. Biso Vario Schneidwerke sind die einzigen am Markt, bei denen der Umbau von Getreide auf Raps wirklich in Minutenschnelle möglich ist. Es müssen lediglich die Halmteiler demontiert und auf der dafür vorgesehenen Halterung am Schneidwerkswagen abgelegt werden. Die Rapstrennmesser sind ganz einfach hydraulisch hochklappbar, ein absolutes Highlight. Damit gehört das bei allen Wettbewerbsschneidwerken übliche, nicht mehr zeitgemäße Schleppen und Montieren dieser Messer der Vergangenheit an. Abschließend fährt man den Messerbalken 800 mm nach vorne und los geht die Rapsernte.
Bei Bedarf kann man im Raps die Edelstahl-Einzugsschnecke mit wenigen Handgriffen nach oben stellen. Das Aluminium-Haspel-Zinkenrohr wurde so ausgeklügelt entworfen, dass es auch als Wickelschutz für die Zinken dient. Der innovative Profi-Stier-Schneidwerkswagen hat ein perfektes Nachlaufverhalten, auch bei engen Kurven oder Kreisverkehren. Die Hinterachse des Wagens lenkt automatisch mit, ein umständliches Ausscheren mit dem Mähdrescher oder Traktor ist nicht mehr erforderlich. Biso Schattenecker. Immer einen Schritt voraus.